Danach darf ich jetzt aufrufen den Tagesordnungspunkt 2. Regierungserklärung des hessischen Ministerpräsidenten betreffend Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Vereinbarte Redezeit ist 20 Minuten pro Fraktion, Orientierungsgrößenordnung für die Regierung. Die Reihenfolge ist Landesregierung, SPD, Grüne, Linke, FDP, CDU und die Kollegin Öztürk. Ich erteile das Wort dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu diesem vielleicht etwas sperrigen Titel Bund-Länder-Finanzbeziehungen möchte ich heute das Haus unterrichten, weil auch für die Arbeit des Hessischen Landtages sind die neuen Regeln von fundamentaler Bedeutung. Zur Erinnerung, am 1. Juni hat der Deutsche Bundestag mit verfassungsändernder Mehrheit eine ganze Reihe von Gesetzen beschlossen und verändert, sowohl im Grundgesetz wie aber auch ergänzende Gesetze. Am 2. Juni haben alle 16 Bundesländer im Bundesrat diesen Veränderungen zugestimmt. Meine Damen und Herren, nach rund 4 Jahren intensiver, teilweise höchst kontroverser Debatte zwischen Bund und Ländern, aber auch unter den Ländern wegen der unterschiedlichen Interessenlagen, es ist damit ein zentrales Reformvorhaben in Deutschland abgeschlossen worden. Das ist etwas, was man gar nicht hoch genug bewegen kann oder bewerten kann. Ich will das an 2 Beispielen erläutern. Meine Damen und Herren, es gibt ja den in der Sache wenig klugen, aber nicht totzukriegenden Hinweis, der Föderalismus sei im Wesentlichen mit sich selbst beschäftigt und sei nicht in der Lage, großen Herausforderungen angemessen zu begegnen. Das ist falsch, denn genau diese Reform hat bewiesen, dass der Föderalismus sehr handlungsfähig ist. Meine Damen und Herren, vielleicht wissen Sie es, vielleicht wissen Sie es auch nicht. In der jetzt 70-jährigen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat es noch niemals eine Einigung der 16 Länder gegeben auf eine Finanzfrage. Die hat es noch nie gegeben. Wenn das jetzt gelungen ist, und zwar ohne Hilfe des Bundesverfassungsgerichts, dann ist das aus meiner Sicht ein sehr deutlicher Beweis für die Vitalität, aber auch die Handlungsfähigkeit des Föderalismus. Und da ein Landesparlament ja schon von seinem eigenen Selbstverständnis genau an dieser Stelle immer wieder eine Antwort geben muss, ist es denn alles noch zeitgemäß, was wir hier machen? Können wir das nicht alles gemeinsam in Berlin erledigen? Nach dem Motto von einer Stelle und nicht 16, die irgendwie sich mit Themen beschäftigen, scheint es mir notwendig, jenseits der einzelnen Themen einmal auf diesen Umstand hinzuweisen. Wenn etwas nicht gelingt, wird es breit dargelegt und das Versäumnis zu Recht beklagt. Wenn etwas gelingt, wollen wir jedenfalls heute einmal darauf hinweisen. Zum Zweiten, auch das ist mir wichtig, meine Damen und Herren. Ich habe in meiner Rede vom Deutschen Bundestag anlässlich dieser Grundgesetzberatungen schon einmal darauf hingewiesen. Das ist mir aber wichtig. Wir haben sehr unterschiedliche Interessen in der Republik. Wir streiten gelegentlich hart. Aber das ist ein Beispiel dafür, dass wir in Deutschland in der Lage sind, in großen Fragen auch jenseits der Parteilinien zu vernünftigen gemeinsamen Ergebnissen zu kommen. Das darf man nicht geringschätzen. Wenn Sie schauen, dass nicht nur, aber auch in Europa die Fähigkeit zum nationalen Kompromiss zunehmend schwindet und viele Länder nicht einmal in der Lage sind, noch überhaupt eine Regierung zu bilden, ist ein so komplizierter Sachverhalt, der aber notwendig ist und für niemanden so notwendig wie für die Länder, gemeinsam zu entscheiden, und zwar über Parteigrenzen hinaus, ein Beleg dafür, dass die politische Stabilität dieser Republik mit Vergleich aller anderen Länder oder vieler anderen Länder ausgezeichnet ist und uns auch in den Stand versetzt, außergewöhnliche Herausforderungen dann auch zu meistern. Das ist ein Anlass zur Freude, meine Damen und Herren. Die Ergebnisse muss man an den Anforderungen messen. Uns hat das hier nicht groß interessiert. Wären wir ein neues Bundesland, hätte uns das in jeder Sitzung interessiert. Zur Erinnerung, der Solidarpakt II, der Solidarpakt für den Aufbau der neuen Länder, läuft Ende 2019 aus. Es musste also irgendeine Lösung gefunden werden, wie es dort weitergeht.
die bundesstaatlichen Finanzhilfen, die Hessen nicht in Anspruch nimmt, aber viele, viele andere, laufen ebenfalls 2019 aus. Auch dazu muss da eine Anschlussregelung gefunden werden. Und zum Dritten, in Kürze gilt das verfassungsrechtliche Verbot der Neuverschuldung. Zur Erinnerung, in den letzten 50 Jahren wurden alle Probleme durch neue Schulden gelöst. Wir stehen vor einer fundamental neuen Herausforderung. Und wenn Sie die drei Punkte mal nehmen, unabhängig von den unterschiedlichen Interessen der einzelnen Länder, war klar, dass hier eine ganze Menge zu lösen war. Es steht hinzu, wir haben eine extreme Fehlentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland über die wirtschaftliche Stärke. Es kann nicht im Interesse unseres gesamten Landes sein und schon gar nicht der Dreizahlerländer, dass immer weniger Länder bezahlen und immer mehr bezahlen und auf der anderen Seite immer mehr Empfänger sind. Das ist für niemanden gut. Das schiebt das Verhältnis in einer unerträglichen Weise, meine Damen und Herren. Wir werden heute und morgen in zwei prächtigen Bundesländern nach Lage der Dinge neue Regierungen bekommen. Sie werden vor den gleichen Problemen stehen wie Ihre Vorgänger. Beide sind Empfängerländer. Zu beiden sind wir solidarisch. Aber es kann doch am Ende nur darum gehen, dass möglichst jeder wirtschaftlich erfolgreich ist. Und deshalb ist eine Regelung, wie wir sie zurzeit haben, dass drei für mindestens 12 zuständig sind und Hamburg, je nachdem, sich mal selbst finanziert oder auch nicht, auf Dauer nicht hinnehmbar. Sie werden sich erinnern, das ist nicht nur sachlich falsch, es ist auch ungerecht. Es ist vor allen Dingen ungerecht für ein Land wie Hessen, das über viele, viele Jahre pro Einwohner den höchsten Ausgleichsbetrag gezahlt hat. Und Sie werden sich vielleicht erinnern, wir haben in diesem Hause darüber intensiv debattiert. Ich habe seinerzeit formuliert, das können wir so nicht mehr hinnehmen. Und deshalb, damals gemeinsam mit den Freien Demokraten, haben wir beschlossen, gemeinsam mit dem Land Bayern eine Normenkontrollklage, also eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Und ich habe seinerzeit formuliert, das ist ein politischer Notruf, das ist eine politische Notwehr. Wir können doch nicht immer mehr bezahlen, dann immer mehr und immer weniger von unserem eigenen Geld behalten, ohne dass wir etwas dagegen machen. Und deshalb war es notwendig, dass das so ist. Und der wesentliche Zweck war natürlich auch, Bewegung in diese Verhandlungen zu bringen. Und nun, meine Damen und Herren, schauen wir mal. Das hat sich gelohnt. Das ist uns gelungen. Das kann man am Ergebnis belegen. Unsere Klage war deshalb nicht nur geboten, sie war richtig und sie war auch erfolgreich. Und das dürfen wir heute einmal mit aller Deutlichkeit feststellen, meine Damen und Herren. Für alle, die nach mir kommen, ich weiß noch ziemlich genau, wie wir damals abgestimmt haben und wer dafür war und wer dagegen war. Aber heute geht es um die Zukunft, nur damit man sich schon einrichten kann. Die nächste Herausforderung war, wie wir den politischen Gegebenheiten bei diesem Reformprozess Rechnung tragen. Ich hatte darauf hingewiesen, wenn Sie drei Geberländer haben, ab und zu mal ein viertes und jedenfalls immer 12, die von diesen Leistungen leben, dann ist doch klar, dass eine Neuregelung nicht dazu führen kann, dass man alle seine eigenen Vorstellungen durchsetzt und die anderen sagen, jawohl, haben wir schon immer darauf gewartet. Wir haben über Jahre die Probleme vorgetragen, aber sie sind insbesondere von den Nehmerländern in aller Regel überhört worden. Sie haben gesagt, kann ja sein, aber wir ändern nichts. Deshalb musste bei diesen Geschichten darauf hingewiesen werden, dass natürlich nur eine wechselweise Kompromissbereitschaft die Tür öffnet zu einem Gesamtkonsens. Und ich darf es noch einmal sagen, in dieser Republik hat es in 70 Jahren eine solche Entscheidung noch nie gegeben. Noch nie. Und wenn man das weiß, und wenn man dann auch weiß, dass der Bund nur begrenzt bereit ist, aus eigenen Mitteln in dieser Problematik etwas zuzusteuern, dann ist es auch nicht völlig überraschend, dass dann insbesondere auch durch die Koalitionsfraktionen des Deutschen Bundestages von CDU, CSU und SPD die These aufgemacht wurde, wenn wir schon Geld geben, wollen wir auch bestimmen. Und damit kommen Sie dann zu dem schönen Thema der Zuständigkeiten. Klingt furchtbar theoretisch, werde ich aber nachher noch ein paar Bemerkungen machen.
Im Ergebnis, wenn man das Ganze einmal zusammennimmt, welche Aufgabenstellung dort war und was am Ende dabei herausgekommen ist, ist nach meiner festen Überzeugung die jetzige Regelung eine, die sich sehr gut sehen lassen kann. Es sichert den Ländern den notwendigen finanziellen Spielraum. Zur Erinnerung, in einem Jahr ist die Party vorbei, immer neue Schulden. Wir sind jetzt ohne Schulden, wir machen keine neuen. Aber viele andere Länder stehen immer noch vor dieser Frage. Und ich kann vielleicht, wenn Sie dies mögen, in der Debatte ja mal vorlesen, wie das in anderen Ländern aussieht. Wir haben für die neuen Bundesländer eine Planungssicherheit, eine finanzielle Planungssicherheit, wie es weitergeht, wenn der sogenannte Solidarpakt ausläuft. Die Länder Bremen und Saarland haben zum ersten Mal eine verlässliche Grundlage, die sie in den Stand versetzt, in ihren Haushalten zugegeben in ferner Zukunft, aber jedenfalls rechnerisch mal wieder zu ausgeglichenen Haushalten zu kommen. Und auch der Bund, und ich hatte darauf hingewiesen, dass der Bund natürlich, wenn er einerseits sich finanziell engagiert, auf der anderen Seite auch Forderungen erhebt, der Bund steht auch nicht sozusagen mit leeren Händen da, denn es sind eine Reihe von Veränderungen erfolgt, die aus Bundessicht wünschenswert sind, aus der Ländersicht, jedenfalls aus meiner, sämtlich verzichtbar. Das hätte man auch anders regeln können. Aber um mal ein Zitat eines berühmten englischen Fußballers zu zitieren, der Gary Lineker hat einmal gesagt, da stehen 22 auf dem Platz und immer gewinnt Deutschland. Also wenn Bund und Länder verhandeln, gewinnen nicht immer die Länder, sondern das ist am Ende ein Kompromiss. Und in diesem Zusammenhang will ich auf einige wenige Beispiele eingehen. Der Bund hat durch Grundgesetzänderung und unsere Zustimmung eine sogenannte Infrastrukturgesellschaft Verkehr bekommen. Durch diese Grundgesetzänderung, die ab 2021 gilt, wird auch in unserem Bundesland Wesentliches sich verändern. Unsere Straßenbauverwaltung wird in weiten Teilen nicht so bleiben, wie sie ist. Das betrifft immerhin 3.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die fragen sich natürlich schon heute, was wird aus uns? Die haben Sorgen. Und diese Sorgen nehmen wir ernst. Und ich kann hier sehr verbindlich erklären, mit dem Land Hessen wird es keine Versetzungen gegen den Willen der Beschäftigten geben. Das will ich auch klar. Herr Kollege Schmidt, ich habe es nicht verstanden, aber vielleicht können Sie mir sagen. Sie freuen sich, das ist schön. Das ist ja auch ein Anlass, über den wir uns alle gemeinsam freuen. Über die Ausgestaltung dieser Gesellschaft ist insbesondere im Deutschen Bundestag sehr breit und sehr streitig verhandelt worden. Das ist jetzt, wie es ist. Wir werden mit den Personalräten sprechen, wie das am besten gehen kann. Wir werden uns sehr bemühen, dass wir möglichst bald wissen, was passiert. Das können wir aber nicht alleine, sondern da brauchen wir auch den Bund dazu. Und wir werden uns sehr bemühen, dass von den vorgesehenen Gesellschaften, die als Untergesellschaften in der Straßenbauverwaltung vom Bund gegründet werden sollen, eine solche auf jeden Fall nach Hessen kommt. Meine Damen, meine Herren, damit es nicht untergeht, durch die Reform, von der ich gerade spreche, sind auch viele Menschen ganz unmittelbar betroffen, und zwar positiv. Wir haben nämlich im gleichen Zuge eine Veränderung des Unterhaltsvorschussrechts beschlossen. Also, bisher war es so, auf 6 Monate beschränkt und bei den Kindern maximal bis zum 12. Lebensjahr. Und wenn dann ein Alleinerziehender von dem Unterhaltsberechtigten kein Geld mehr bekommen hat, stand er da oder sie. Dann sprang die öffentliche Hand ein, aber eben nur in beschränkter Weise. Das haben wir jetzt verändert. Das gilt jetzt bis 18 und das gilt zeitlich unbeschränkt. Und meine Damen und Herren, auch dieser Sachverhalt darf nicht untergehen, weil es ist eine substanzielle Verbesserung für viele Menschen, insbesondere für Alleinerziehende, und das darf nicht untergehen, meine Damen und Herren. Auch die verstärkte Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei dem Thema Digitalisierung ist richtig. Wir Länder waren der Auffassung, dass man das auch ohne Grundgesetzänderung hinbekommen kann. Aber entscheidend ist schon, und das ist der Grundgedanke, unser Ziel muss sein, sämtliche Leistungen der öffentlichen Hand
und zwar egal auf welcher Ebene, online den Bürger anbieten zu können. Das muss unser Ziel sein. Und deshalb ist es notwendig, dass die öffentliche Verwaltung, und zwar auf allen Ebenen, kommunal, Land, Bund und alles, was wir dazwischen haben, möglichst einheitlich sich technisch fortentwickelt und möglichst bürgerfreundlich wird, auch leistungsfähig wird. Dort, alleine bei dem Thema, verbergen Sie eine Vielzahl weiterer Punkte, die ich aus Zeitgründen nicht ansprechen will. Meine Damen und Herren, das Herzstück der Reform ist ganz sicherlich die Neuordnung des eigentlichen Länderfinanzausgleichs. Ich will vorneweg einmal deutlich machen, die gelegentlich öffentlich erhobenen, auch in der Presse wiedergegebenen Vorwürfe, die Neugestaltung hätte die Abschaffung der Solidarität der reicheren Länder mit den Finanzschwächeren bedeutet, ist schlicht falsch. Der zweite Vorwurf, wir hätten jetzt eine Gesundheit. Ich nehme das als Bekräftigung. Das ist genau so. So, auch die Behauptung, dass eine Vertikalisierung der Finanzbeziehungen stattgefunden hat, ist genauso falsch. Richtig ist, und jetzt wird es vielleicht für Sie interessant, weil ich mache mir ja keine Illusionen, mit was hier im Wesentlichen diskutiert wird, nämlich wo gehen wir das Geld aus nachher. Richtig ist, die Veränderung zeigen zwei, drei Stichworte ganz besonders. Bisher haben wir eine sehr komplexe, es hat mal einer behauptet, es gäbe nur drei Leute, die den Länderfinanzausgleich wirklich verstehen, aber eine hochkomplexe Zusammenschau verschiedenster Angelegenheiten. Das, was hier im Landtag und in den Haushaltsberatungen immer war, war der Länderfinanzausgleich im engeren Sinne. Was immer überhaupt nicht vorkam, war die Umsatzsteuervorwegverteilung, die nämlich auch dazu gehört. Wenn man beides zusammennimmt, dann kriegt man erst einmal einen vernünftigen Blick, wie die Gesamtbelastung ist. Und die ist bei Hessen immer verdammt hoch, egal wie Sie rechnen. Wir sind immer mindestens erster oder zweiter Zahler. Und das kann uns auf der einen Seite stolz machen, aber auf der anderen Seite natürlich kann es auf Dauer so nicht bleiben. Und worin liegt nun der Unterschied? Aus den verschiedenen Stufen, den verschiedenen Elementen haben wir jetzt eine Stufe gemacht. Die gesamte Veränderung der Ausgleich findet jetzt auf der Stufe der Umsatzsteuerverteilung statt. Das bedeutet für Sie, z.B. bei Ihren Haushaltsberatungen, Sie werden keinen Titel mehr finden, Länderfinanzausgleich. Aber Sie werden finden Zu- und Abschläge im Bereich der Umsatzsteuer. Das bildet sich dort ab. Und dabei kann man, das gilt alles übrigens ab 2020, kann man sehr viel besser als bisher dann auch die Gesamtbelastung sehen. Es bleibt dabei, die finanzstarken Länder unterstützen die finanzschwachen nachhaltig. Ich will Ihnen das einmal am Beispiel Hessens kurz darstellen. Aus dem heutigen Stand aufgrund der Steuerschätzung werden wir im Jahr 2020 etwa 1,6 Milliarden € mehr an Umsatzsteuer haben. Das ist prima. Von diesen 1,6 Milliarden € gehen gleich 1 Milliarde in den Topf zur Verteilung an die anderen. Von den gesamten Ausgleichslasten, die wir dann haben, werden wir im Jahre 2020 etwa 3,6 Milliarden € von dem, was wir hier erarbeiten, die Unternehmen, die Bürger, an andere Länder verteilen. Das bedeutet für jede Hessin und jeden Hessen 600 €. Und das ist unser Solidaritätsbeitrag für alle anderen in dieser Republik. Und der kann sich sehen lassen, meine Damen und Herren. Nun, die Diskussion, ich hatte darauf hingewiesen, zeigt insbesondere die Gesamtschau, nämlich Umsatzsteuervorwegausgleich, wie das bisher war, dann noch engerer Finanzausgleich, zusammengefasst mit den Ergebnissen, die ich Ihnen eben geschildert habe. Wir haben, was für Hessen sehr erfolgreich ist, einen neuen Ausgleichstarif geschaffen, einen Ausgleichstarif, der nicht proportional immer höher geht, sondern der eher eine Seitwärtsbewegung vornimmt. Dieser Tarif ist entscheidend für die Frage, wie viel Prozent von dem, was in einem Land an Einnahmen ist, werden überhaupt in das System hineingegeben zur Verteilung und zur Berechnung. Also alles, was hier ist, kommt in einen Topf. Auch die kommunalen Einnahmen haben Sie Summe X. Diese Summe X wird nicht zu 100 % genommen, sondern zu einem bestimmten Tarifbetrag. Der ist dann wieder die Grundlage für die Verteilung von allem anderen. Das, was wir dort vereinbart haben,
ist nach langen, langen Diskussionen und Verhandlungen für Hessen positiv und wirkt sich natürlich Jahr für Jahr aus, dauerhaft. In dem Zusammenhang will ich auch einfließen lassen, es war ein Teil der Vereinbarungen, dass dieses, was wir jetzt miteinander beschlossen haben, zunächst gilt bis zum Jahre 2030. Dann hat die Bundesregierung, dann hat der Deutsche Bundestag, aber auch der Bundesrat das Recht, diese Vereinbarungen zu kündigen. Es war eine Bedingung, insbesondere der Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, die es nicht ad infinitum festschreiben wollten. Und wenn keiner kündigt, geht es weiter. Aber immerhin für die nächsten 10 Jahre haben wir eine entsprechende Grundlage, und die ist gesichert. Meine Damen und Herren, wenn wir dann einmal schauen, was bleibt denn übrig, dann kommt man etwa auf 580 Millionen € ab dem Jahre 2020. Wenn Sie dazu noch dazu nehmen, das ist politisch vereinbart, aber wir stehen ja vor Bundestagswahlen, deshalb werden wir mal schauen, was nach den Wahlen ist, aber ich bin zuversichtlich, dass es dabei bleibt. Es geht nämlich um das Verkehrsfinanzierungsgesetz der Gemeinden. Da habe ich bisher den Eindruck, dass das alle fortsetzen wollen. Wenn das so wäre, dann würden wir auch in den Zeiten ab 2020 noch einmal profitieren, etwa in der Größenordnung zwischen 40 und 50 Millionen €. Wenn Sie die beiden Punkte einmal zusammenzählen, haben Sie etwa 630 Millionen €, 620. Das ist natürlich letztlich mit letzter Sicherheit heute nicht zu sagen. Das ist eine gewaltige Summe Geld. Und in der Zwischenzeit haben ja ganz viele sich schon Gedanken gemacht, wie man das ausgibt. Also die Zahl der Vorschläge steht in einem drastischen Gegensatz zum Geld, ein Vielfaches von dem, was man alles machen könnte. Und das verstehe ich auch. Aber damit Sie sozusagen die Debatte dann umfassend führen können, will ich noch zwei Hinweise geben, die wir nicht unterschlagen dürfen. Bisher, verehrte Frau Kollegin Faeser, weil Sie so fröhlich strahlen, deshalb nehme ich Sie jetzt einmal. Wenn es Geld gibt, ist immer schön. Sie wissen sicherlich, dass wir bei der letzten Föderalismusreform vereinbart haben, dass die Mischfinanzierung und die Zuständigkeit von 5 verschiedenen Ebenen möglichst auseinandergenommen werden sollte, wegen der Effizienz, auch damit man weiß, wer ist für was zuständig. So kam der Wohnungsbau, so kam die Verkehrsfinanzierung, Nahverkehr insbesondere, so kam der Hochschulbau zu den Ländern. Die Länder haben damals gesagt, ja, gut, wenn der Bund bisher mitbezahlt hat, dann kann er sich ja jetzt nicht einfach vom Acker machen. Das hat der Bund akzeptiert und hat gesagt, okay, dafür zahlen wir weiter Geld. Das sind die sogenannten Entflechtungsmittel. Jetzt steht aber im Grundgesetz, dass mit diesen Entflechtungsmitteln Ende ist im Jahre 2019. Die fallen dann weg. Das Einzige, was nicht wegfällt, das sind die Aufgaben. Es bleibt bei der Aufgabe Wohnungsbau. Es bleibt bei der Aufgabe Nahverkehr. Wie oft wir hier über Verkehr diskutieren, das ist der Kern der Finanzierung von dem Ganzen. Es bleibt natürlich bei der Aufgabe, die ich hier vorhin beschrieben habe, z. B. Hochschulwesen. Und genau die Aufgaben müssen wir auch in Zukunft finanzieren. Der Vorteil, den wir jetzt haben, wir haben ja immer gesagt, wir hätten gern das Geld selbst und wollen in eigener Kompetenz entscheiden, was wir tun. Das ist jetzt vollendet, wenn man so will. Dieser Teil ist das Endergebnis der letzten Föderalismusreform. Aber ich nehme einmal an, niemand im Hause wird der Auffassung sein, dass es für die beschriebenen Bereiche nicht weiter auch Geld braucht. Und deshalb ist von der Summe, ob sie nun 580 oder 620 sind, von vornherein einmal geistig wegzunehmen, die Mittel, die dieses Haus irgendwann zu entscheiden haben wird, was machen wir denn mit dem sozialen Wohnungsbau? Was machen wir denn mit dem Hochschulbau? Was machen wir denn mit dem Nahverkehr? Und das werden dann wahrscheinlich nicht Beträge sein von 5 Millionen € oder so, es wird wesentlich mehr sein. Das heißt, diese Summe muss man mal von dem Mehr gleich abziehen. Und das bedeutet, ja, ist so. Und deshalb sind fröhliche Ausgabenprogramme mit Vorsicht zu genießen. Es ist jedenfalls ein nicht unbeachtlicher Teil, von dem ich davon ausgehe, und für die Koalition, für die ich spreche, dürfen Sie davon ausgehen, es wird so sein, dass wir die Leistungen natürlich fortführen. Jetzt aus einem anderen Topf, aber die Leistungen müssen fortgeführt werden. Das reduziert in gewissem Umfang natürlich den Zusatzerfolg. Es gibt einen zweiten Punkt, der in der Regel unbeachtet geblieben ist. Diese Bund-Länder-Finanzbeziehungen und die Reform ist noch nicht abgeschlossen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen noch bewusst. Nach der Wiedervereinigung wurde eine Diskussion darüber geführt,
ob man die neuen Länder nicht in den Finanzausgleich der Länder einbeziehen könnte. Die können natürlich nichts einbringen, ist doch klar. Und im Rahmen dieser Debatte, übrigens 1995 gewesen, hat man sich auch entschieden, dass der Wiederaufbau der neuen Länder nicht nur eine Aufgabe ist des Bundes und der Länder, sondern auch der Kommunen. Das war seinerzeit bei den tragenden Parteien der Bundesrepublik Deutschland unstreitig. Und dieser Teil, den die Kommunen zu erbringen haben, ist die sogenannte Gewerbesteuerumlage. Diese Gewerbesteuerumlage ist aber auch zeitlich befristet. Die läuft auch nächstes Jahr aus. Und wenn die nicht verlängert wird, dann werden wir drastisch weniger Einnahmen haben als bisher. Deshalb bleibt es auf der Agenda, dass dort eine Verlängerung erfolgen muss. Ich halte das auch für richtig. Die Unterschiede sind, oder die Zahlen sind nicht ohne Belang. Da kann man verschiedene Schätzungen nehmen. Aber mit 300 bis 400 Millionen € zulasten des Landes Hessen sind Sie schon dabei. Ich bin der Auffassung, dass nach wie vor es eine gesamtstaatliche Aufgabe ist, den Aufbau und auch den Aufholprozess der neuen Bundesländer und der dortigen Kommunen auch mit unseren Kommunen zu unterstützen. Deshalb bin ich der Auffassung, dass diese Gewerbesteuerumlage bleiben muss. Übrigens, es würden dort vor allen Dingen gewerbesteuerstarke Kommunen gewinnen, weil die würden das dann nicht mehr zahlen. In unserem Land haben wir ein paar Beispiele. Das heißt, die, die stark sind, würden noch einmal entlastet, aber dann entweder zulasten des gesamten Landes oder am Ende auch zulasten der neuen Bundesländer. Das kann aus meiner Sicht nicht richtig sein, und deshalb muss das noch erledigt werden. Ich bin zuversichtlich, dass das gelingt, aber darauf muss man hinweisen, meine Damen und Herren. So. Wenn man diese beiden Punkte einmal im Hinterkopf behält, so bin ich zuversichtlich, dass wir doch eine insgesamt deutliche Verbesserung unserer finanziellen Situation haben. Und deshalb, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen sagen, wir werden sehr verantwortlich diese zusätzlichen Mittel in die Kita-Betreuung einsetzen. Die Landesregierung wird dazu und die tragenden Koalitionen rechtzeitig Vorschläge machen über die Frage, ob und wie. Das sind Details. Das Ob beantworte ich Ihnen heute klar, dass wir eine entsprechende Unterstützung für den Bereich der Kitas vornehmen. Das wollten Sie sicher nachher mich fragen. Deshalb habe ich es jetzt schon beantwortet, meine Damen und Herren. Zur Erläuterung, weil auch darüber haben wir gesprochen, was ist aus den ganzen streitigen Themen geworden, die zum Teil noch nicht erledigt wurden, zum Teil auch noch auf der Agenda stehen. Nun, ich hatte bereits vorhin darauf hingewiesen, wir müssen Kompromisse machen. Das muss jeder, wenn er zusammenkommen will. So haben wir am Ende darauf verzichtet, streitig zu stellen, dass Berlin, Hamburg und Bremen mit seinen Bürgern mehr wert ist als jeder in Wiesbaden oder Frankfurt. Das ist die berühmte Stadtstaatenregelung. Sie befördert und bevorzugt diese Länder. Wir haben an unserer Haltung keine Veränderung vorzunehmen, aber wir haben am Ende gesagt, Gottes Namen, um ein Gesamtergebnis zu haben, nehmen wir das hin. Die neue Gemeindesteuer, Bundesergänzungszuweisung, darüber kann man auch diskutieren, das ist aber eher ein Fachthema. Ich will noch darauf hinweisen, weil es ist viel darüber geschrieben worden, hätte man denn nicht viel weiter und viel grundlegender eine Reform machen müssen. Und einer der Vorschläge dabei war, und aus der Sicht eines Landesparlaments doch nun wirklich sehr spannend, und die Vorschläge gab es ja auch, darüber ist ernst diskutiert worden, sollte es nicht die Möglichkeit geben, dass die Länder selbst entweder über die Steuern entscheiden, welche sie einführen wollen oder nicht, und oder wenigstens über die Höhe der einzelnen Steuern. Damit sind Sie dann bei der Lohnsteuer, damit sind Sie dann bei der Einkommensteuer, Umsatzsteuer eher weniger, aber auch andere Steuern, Erbschaftssteuer, was einem so einfallen kann. Der Grundgedanke ist Stärkung des Landes, Stärkung des Parlaments, Eigenverantwortung. Dann kann man nicht alles nach Berlin schieben und sagen, die haben das beschlossen.
Das wäre ein spannender Teil eines Wettbewerbsföderalismus gewesen, dem ich persönlich durchaus zuneige. Aber am Ende muss man einsehen, das war nicht ansatzweise zu verhandeln. Insbesondere die neuen Bundesländer hatten große Sorge, dass die starken Bundesländer z.B. durch Steuersenkungen in bestimmten Bereichen noch stärker sozusagen attraktiv sind zum Zuzug von Industrie und Gewerbe, aber auch privater. Am Ende hat sich für diese Überlegung kaum jemanden erwärmen können. Ich erwähne das deshalb, weil es in der Debatte eine große Rolle gespielt hat. Es war nicht umzusetzen, und ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen und die entsprechenden Länder haben sich nicht imstande gesehen, diese Aufgabe selbst zu schultern. Meine Damen und Herren, ich habe darauf hingewiesen, der Föderalismus ist stabil, er ist auch mutig, wenn es gilt, und er ist vor allen Dingen in der Lage, schwierige Herausforderungen auch zu bewältigen. Unser Land ist in der Lage, auch über Parteigrenzen hinweg wesentliche Grundlagen zu legen. Wir gehen auf Wahlen zu, da wird wieder viel diskutiert werden. Und deshalb will ich noch einen Sachverhalt hinzufügen zum Schluss. Zum Thema Bildung kann man wahrscheinlich mittlerweile ganze Bibliotheken füllen. Ich hatte vorhin darauf hingewiesen, dass wir bei dem Thema Entflechtungsmittel jetzt als Länder in den Stand versetzt werden, selbst zu entscheiden, was wir machen. Bei dem Thema Bildung, bei dem Thema Kommunalinvestitionen geht die Republik jetzt genau wieder in die andere Richtung. Wir gehen jetzt wieder in Mischfinanzierungen. Wir gehen jetzt wieder dahin, dass man sozusagen auf allen Ebenen irgendeine Verwaltung braucht, die in irgendeiner Weise möglichst etwas Sinnvolles für den Bürger tut. Damit mich niemand missversteht, wenn der Bund sich entscheidet, insbesondere finanzschwachen Kommunen für Bildung, was immer das konkret dann sein kann, Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, da freue ich mich, habe ich nichts dagegen. Am Ende wird sich allerdings die Frage stellen, glaubt jemand allen Ernstes, dass in Berlin zentral jemand besser in der Lage ist, darüber zu entscheiden, wo vielleicht das Geld am besten angebracht ist, wenn man es gegenüber dem Land und den Kommunen betrachtet. Deshalb, ich sehe das durchaus skeptisch. Und deshalb habe ich in diesen Verhandlungen Es gibt ja bis heute keine durchkomponierte Vorstellung, wie das gehen soll. Aber wir nicht nur nach dem Motto, wir nehmen alles, was uns einer gibt, sondern wir werden sehr verantwortlich damit umgehen. Aber wenn Sie sich schon einmal hier im Hessischen Landtag sich mit der Frage beschäftigen, nach welchen Kriterien wollen wir denn wem helfen, obwohl wir alle sehr dicht dran sind, das ist schon eine Herausforderung. Wie das dann auf Bundesebene noch besser laufen soll, da habe ich meine Zweifel. Meine Damen und Herren, die Gegenposition der Länder ist klar. Ich will sie wenigstens noch einmal sagen. Wir sagen, jawohl, Bund, es ist richtig, wenn du auf der einen Seite ständig beschließt und Forderungen erhebst, z.B. in der Betreuung, in der Pflege oder wo auch immer, dann musst du auch die finanziellen Mittel liefern. Aber bitte so, dass wir selbst entscheiden können. Das ist ein Dissens, insbesondere mit den Bundestagsfraktionen, die das nicht akzeptieren und sagen, also wir geben den Ländern nicht einfach Geld, wer weiß, was sie damit machen. Nicht selten werden sie dabei unterstützt von den Kommunen, die immer behaupten, die Länder würden am Ende nicht angemessen sie fördern. Das ist ein Interessenkonflikt, und da kann man ja nur hoffen, dass trotz des Umstandes, dass jetzt mal mindestens vier Ebenen beteiligt sind, man zu vernünftigen Ergebnissen kommt. Der Bund, das Land, der Kreis als Schulträger, die Gemeinde, wo die Schule steht, und am Ende die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer und die Eltern. Da kann man nur hoffen, dass das vernünftig läuft. Meine Damen und Herren, ich hatte darauf hingewiesen, dass ich der Überzeugung bin, dass alles in allem, trotz der eben auch beschriebenen Schwächen, die jetzt gefundene Reform sich durchaus sehen lassen kann. Sie ist für unsere Arbeit grundlegend. Sie wird zumindest bis zum Jahre 2030 die Grundlagen der finanziellen Ausgleichsbeziehungen der Länder untereinander und des Bundes und der Länder regeln. Das hat etwas auch damit zu tun, dass wir ganz wesentlich diese Debatten mit unserer Klage angeschlossen haben. Das allein war es sicher nicht.
Aber es war der Zeitpunkt, wo ernsthaft zum ersten Mal Bereitschaft gezeigt wurde, sich über dieses Thema nun nicht nur zu unterhalten, sondern auch zu einem Ergebnis zu kommen. Und wenn man das Ganze zusammenfasst, meine Damen und Herren, wir sind ein starkes, wir sind ein föderatives Staatswesen. Davon bin ich überzeugt. Das ist der Grund für die Stärke der Bundesrepublik Deutschland, gerade weil wir so organisiert sind. Wir bleiben solidarisch, Hessen vorneweg. Wir waren solidarisch, wir sind und wir bleiben es. Und das führt dazu, dass die Menschen gerne in Hessen leben, aber mit diesem System auch in ganz Deutschland. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich stelle fest, dass die Regierungserklärung abgegeben worden ist. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, zwei Hinweise. Zum einen, ich rufe mit auf den Tagesordnungspunkt 64, dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN mit der Drucksache 19/5044. Zum zweiten teile ich mit, dass die Oppositionsfraktionen 25 Stunden Redezeit haben, also die 5 Minuten mehr. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Herrn Kollegen Schäfer-Gümbel. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Das neue System des Länderfinanzausgleichs gibt allen Bundesländern ab 2020 mehr finanzielle Spielräume. Alleine Hessen gewinnt durch die Reform zwischen 500 und 600 Millionen €, je nachdem, wie bestimmte Fragen am Ende geklärt werden, auch noch ein kleines bisschen mehr. Und das ist in der Tat zunächst ein Anlass zur Freude, weil mit mehr finanziellen Spielräumen natürlich auch mehr möglich ist. Alles, was ich allerdings in den letzten Minuten in der Regierungserklärung gehört habe, habe ich offen gesagt in den letzten Monaten auch in jeder Tageszeitung lesen können. Oh, Herr Caspar, Herr Oberschlaumeier, ein ganz besonders schlaues und pfiffiges Kerlchen. Ich habe allerdings ein paar Nebenbemerkungen des Ministerpräsidenten eben verstanden. Und deswegen würde ich gerne zu Beginn auf die fröhlichen Ausgabenprogramme eingehen, die der Ministerpräsident gerade aufgerufen hat, dass das der Hauptgegenstand der Debatte sein wird. Ich weiß nicht, Herr Bouffier, ob Sie damit Ihren Vorschlag aus dem August 2013 meinen, wo Sie damals auf dem Landesparteitag bei frenetischem Beifall der Delegierten der hessischen CDU erklärt haben, dass Sie, es stand in allen Zeitungen, Herr Boddenberg, Zeitung lesen hilft, dass Sie dort erklärt haben, dass wenn der Länderfinanzausgleich Spielräume gibt, dass dann das Thema gebührenfreie Bildung von Anfang an von Ihnen umgesetzt wird. Der Ministerpräsident erklärt gerade mir gegenüber hier mit Zwischenruf, das habe er nie erklärt. Das finde ich jetzt angesichts der Herr Bouffier, Sie können doch gerne nach vorne kommen, es erläutern. Sie glauben doch nicht, dass Sie am heutigen Tag mit zwei Nebensätzen, indem Sie sagen, Sie wollen auch etwas für Kinderbetreuung tun, und dass Sie zum gegebenen Zeitpunkt da irgendwann mal etwas erklären wollen, dass Sie damit aus so einer Regierungserklärung heute rauskommen. Das ist doch völlig absurd, was Sie hier veranstalten. Ich will nur darauf hinweisen, und insofern ist der Einstieg ja offensichtlich gelungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass, wenn der Ministerpräsident andere kritisiert dafür, dass sie investive Vorschläge machen, das immer des Teufels ist, wenn er sie aber selber macht, dass alles super ist. Das ist die Mechanik, die wir hier seit vielen Jahren erleben.
Ich will nur darauf am Anfang hinweisen, weil wir in der Tat zum Thema Investitionsnotwendigkeiten gleich noch kommen wollen. Ich will ausdrücklich den Ministerpräsidenten allerdings an einer Stelle unterstützen, als er nämlich eben erklärt hat, dass der Föderalismus bewiesen hat, dass er handlungsfähig ist. Und in der Tat, Hessen ist ein 1/17 der Lösung, weil am Ende 16 Bundesländer und der Bund sich zusammenrappeln mussten. Allerdings, und das hat der Ministerpräsident an anderen Stellen schon gelegentlich aufgerufen, ist natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages gelegentlich Aversionen und Widerstand gegen die gefundene Lösung gab, unter anderem, weil die Mechanik, dass die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin etwas verabredet, ohne dass der Haushaltsgesetzgeber mit am Tisch sitzt, zumindest demokratietheoretisch eine Frage ist, wo ich finde, dass die Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages schon zu Recht darauf hinweisen, dass es klug wäre, Sie an diesen Verhandlungen unmittelbar zu beteiligen. Und da sage ich einmal zum Schutz sowohl der Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion als auch meiner eigenen Bundestagsfraktion, weil wir alle Mühe hatten, nach den Vereinbarungen in der MPK mit der Bundeskanzlerin dafür zu sorgen, dass das, was verabredet wurde, am Ende auch umzusetzen. Strich drunter. Wir freuen uns darüber, dass es jetzt ein Ergebnis gibt. Und trotzdem bleibt es dabei, dass ich mir gestern Abend die Augen gerieben habe, als ich die Regierungserklärung gelesen habe. Warum? Der neue Bund-Länder-Finanzausgleich müsste eigentlich der Auftakt sein, jetzt das zu machen, was seit Jahren in diesem Haus nicht mehr stattfindet, nämlich eine Debatte darüber zu beginnen, wo das Land hin muss. Die Vorstellungen des Ministerpräsidenten am heutigen Tage dazu waren allerdings blutarm. In dem Punkt steht der Ministerpräsident der Bundeskanzlerin allerdings in nichts nach. Wenn es um die Zukunftsfragen geht, ruht sich sowohl die Bundeskanzlerin als auch der hessische Ministerpräsident gerne im Hier und Jetzt aus, freut sich darüber, dass es dem Land gut geht, dass man insgesamt auf einem Weg zu sein scheint, der erfolgreich sein könnte. Aber mit den eigentlichen Richtungsentscheidungen beschäftigt er sich auch am heutigen Tag abermals nicht. Er fasst zusammen, was seit Wochen in Tageszeitungen nachzulesen ist, was möglicherweise auch die CDU-Landtagsfraktion in Argumentation zum Begründungspapieren der CDU-CSU-Bundestagsfraktion oder aber auch der Bundesregierung oder möglicherweise sogar der Landesregierung an Informationen dazu bekommen hat. Die Frage allerdings, wie die Weichen für die Zukunft gestellt werden, die hat heute faktisch in der Rede des Ministerpräsidenten überhaupt keine Rolle gespielt. Und ich sage das sehr deutlich. Wer jetzt die Weichen nicht in die richtige Richtung stellt, wird in ein totes Gleis einfahren. Stillstand ist keine Lösung. Ich will dabei auch ausdrücklich unterstreichen, Herr Ministerpräsident, dass mit dem heutigen Tag und Ihrer Regierungserklärung allerdings auch Ihre Dauerausrede der letzten Jahre nach dem Motto, wir können nichts tun, weil der Länderfinanzausgleich so ungemein belastet, dass das vorbei ist. Sie haben das immer wieder beschrieben mit dem Begriff der politischen Notwehr und dass Sie deswegen Klagen haben müssen. Sie verschweigen dabei allerdings zwei Dinge immer wieder und ganz bewusst. Erstens, dass Sie zunächst mit Ihrer Klage alles dafür getan haben, die Fronten zu verhärten bei den anderen Bundesländern. Und zweitens, und das ist doch viel interessanter, Herr Minister, Sie können sich doch gleich wieder hier hinstellen. Ich freue mich da auf die Debatte heute. Dass Sie zweitens ganz ausdrücklich nichts mehr dazu sagen, dass Sie gegen sich selbst klagen. Das, was Sie hier gerade wieder und in den letzten Jahren immer und immer wieder in Debatten beklagt haben, haben Sie bei Abschluss unter der Regierung Koch hier noch ausdrücklich im Plenum als den großen Schritt bei den Länderfinanzbeziehungen gefeiert. Hier in diesem, nicht in diesem Saal, sondern noch in dem alten, haben Sie sich darüber gefreut, dass Sie eine neue Verabredung zwischen Bund und Ländern hinbekommen haben. Sie als Innenminister, der Finanzminister, also der Vorgänger von Herrn Schäfer, der Ministerpräsident, großartiges Ergebnis. Zukünftig würde die Belastung ganz anders sein. Dieses System, das Sie damals abgefeiert haben, das haben Sie selbst beklagt. Deswegen bin ich am heutigen Tage froh, dass Ihre Dauerausrede zur Politikverweigerung in Hessen und Gestaltungsverweigerung in Hessen endgültig vorbei ist. Politikverweigerung bedeutet unter anderem,
bedeutet unter anderem, dass Sie immer wieder darauf verwiesen haben, dass die sogenannten Nehmerländer in der Lage wären, sich Dinge zu leisten, die sich Hessen nicht leisten kann. Ich will auch dieses Argument noch einmal aufnehmen. Weil wenn es so wäre, wäre es in der Tat ein starkes Argument. Fakt ist aber etwas anderes. Hessen hatte 2012, das war der Zeitpunkt der Klage, eine Finanzkraft von 3.318 € pro Einwohner. Rheinland-Pfalz nach Länderfinanzausgleich von 3.160 €. Also Hessen konnte sich nach Länderfinanzausgleich pro Kopf und Jahr 158 € pro Einwohner mehr verwenden als Rheinland-Pfalz. Das, was Sie als politische Notwehr bezeichnet haben, ist am Ende nichts anderes als der Versuch, falsche Prioritäten in Hessen zu begründen. Hessens Probleme lagen in den vergangenen Jahren nicht am Länderfinanzausgleich, sondern sie lagen sehr viel stärker am Nachlassen der sogenannten Finanzkraft. Der Finanzminister kann Ihnen das sicherlich erklären. Dort fällt nämlich Hessen seit vielen Jahren zurück. Von 125 Prozentpunkten im Jahr 2000 auf den absoluten Tiefpunkt im Jahr 2012 auf 111,1 %. Da liegt das Kernproblem der Finanzsituation des Landes. Davon haben Sie, das will ich ausdrücklich zugestehen, kommunikativ gut abgelenkt, damit Sie Ihre anderen Kampagnen diskutieren können. Aber mit dem heutigen Tage ist dieses Versteckspiel vorbei. Sie werden sich in Zukunft mit den Realitäten beschäftigen müssen. Aber Sie verweigern sich hier regelmäßig im Parlament der Debatte um die Zukunft. Statt einer Regierungserklärung nach der anderen, die sich selten mit der Zukunft beschäftigt, sondern sehr viel mehr einem leidenschaftslosen Rechenschaftsbericht gleicht. Im Übrigen, die Hochglanzbroschüren, die Sie gelegentlich machen, sind dabei inspirierender als das, was hier teilweise vorgetragen wird. Verlagern Sie die Zukunftsdebatten. Wie bitte? Meine Rolle heute ist hier nicht, Herr Generalsekretär, bei Ihnen irgendwelche Sympathiepunkte zu sammeln, sondern meine Rolle heute ist, angesichts einer blutleeren Regierungserklärung zur Zukunft des Landes darauf hinzuweisen, dass die Regierung ein bisschen mehr machen muss, als Hochglanzbroschüren zu produzieren und sich dafür zu feiern, was in den letzten Wahlen passiert ist. Im Übrigen zu Ihrer Ehrenrettung, Herr Pentz. Auch Sie zählen nicht zu den Kolleginnen und Kollegen hier, die dazu da sind, Sympathiepunkte zu sammeln. Es gelingt Ihnen auch selten. Demokratiefördernd ist das jedenfalls nicht, was hier regelmäßig Dienstag im Hessischen Landtag passiert, angesichts von Regierungserklärungen, die wie gesagt leidenschaftslosen Rechenschaftsdebatten gleichen, aber keinen Beitrag dazu leisten, die Zukunftsfragen aufzurufen, weil Sie zunehmend den Plenarsaal ausgrenzen in Ihren Debatten, die Sie auch intern führen, und stattdessen diese Debatten nur noch im Hinterzimmer der Staatskanzlei in den Montagsrunden Ihrer Chorrunde diskutieren. Und deswegen, naja, ich würde mich mal zum Beispiel wünschen, ich habe es hier, glaube ich, schon mehrfach gesagt, Herr Dr. Boddenberg, ich hätte mich schon ein paar Mal gefreut darüber, dass nicht immer die Opposition das Thema Flughafen hier aufrufen muss, sondern dass es mal zum Thema Flughafen eine Regierungserklärung in dieser Periode gäbe. Da könnte man ernsthaft über ein paar Fragen reden. Stattdessen präsentieren Sie uns regelmäßig Regierungserklärungen, indem Sie uns wieder einmal zusammenfassen, was Ihren Hochglanzbroschüren steht. Das können Sie aber und stehlen uns damit faktisch die Zeit. Stattdessen könnten wir doch mal ein paar von den großen Anfragen, die wir ansonsten donnerstags unter ferner Liefen diskutieren müssen, die Sie ohnehin mit großer Zeitverzögerung jeweils beantworten, mal auf den Dienstag vorziehen, um uns mal mit den substanzielleren Fragen hier im Haus beschäftigen. Ich kann es nur zum dritten Mal sagen, Herr Bouffier, wenn Sie noch etwas anzumerken haben, kommen Sie nach vorne, dann habe ich auch noch ein bisschen Redezeit und kann es ergänzen. Ich möchte im zweiten Teil ein paar Bemerkungen machen, wo die Probleme im Land sind. Schwarz-Grün, dazu komme ich auch noch. Schwarz-Grün verursacht, um mal eine der Zukunftsfragen aufzurufen,
ein Lehrermangel an den Schulen, den wir hier mehrfach diskutiert haben. Gravierendes Versagen könnte man auch darüber stellen, beispielsweise an den Grundschulen, an den Förderschulen, an den beruflichen Schulen und in dem, was in Zukunft weiter passiert. Tausende von Lehrkräften klagen über Überlastung und fühlen sich von ihnen alleingelassen. Es geht längst nicht mehr. Das möchte ich. Diesen Zwischenruf, Herr Boddenberg, den werden wir abdrucken mit dem Verweis aufs Protokoll und werden ihn an alle Schulen schicken, dass sie erklären, das stimmt nicht. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Weil, Herr Boddenberg, es geht längst um mehr. Es geht nicht nur um einen Mangel an Lehrkräften, über den wir mehrfach diskutiert haben, sondern es geht selbst um die Unterrichtsqualität, die im Problem ist. Es geht um die Integrationspolitik von Flüchtlingen, die ebenso wie manch anderes Thema eher die Statistik des HKM im Mittelpunkt steht als die Auflösung der Fragen. Und irgendwann, Herr Lorz, werden wir sicherlich einmal über die Funktionsfähigkeit von Intea, wenn unsere Große Anfrage beantwortet ist, hier diskutieren. Auf den Tag freue ich mich, wie Sie aus persönlichen Gründen wissen, sehr, sehr, sehr. Da werden wir noch eine mantere Debatte haben über das Integrationsversagen mit Ansage in der hessischen Bildungspolitik. Und letztlich ist das am Ende auch nichts anderes als Respektlosigkeit gegenüber Eltern, Lehrern und Schülern. Wie in Ihren Wochen des Respekts, auch das kann ich Ihnen heute nicht ersparen, wir über die Frage der Sonderopfer von Beamtinnen und Beamten hier immer und immer wieder diskutiert haben. Die fehlende Wertschätzung, die dabei zum Ausdruck kommt, kann nicht dadurch weggeräumt werden, dass wir jetzt in der Tat deutlich mehr Personaleinstellungen haben in der Ausbildung bei allen Problemen, die wir in der Woche ja auch noch einmal zu diskutieren haben. Aber wenn Sie ernsthaft in den letzten Jahren Sicherheit als Priorität aufgerufen hätten, hätten Sie sicherlich andere Schwerpunkte gestellt. Ich bin sehr gespannt auf die Aktuelle Stunde zu G20 und Hamburg am Donnerstag. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie sich damit nicht einmal wieder ein Eigentor geschossen haben. Und letztlich gilt das auch. Frau Lander, auch Ihnen habe ich das schon zigmal in diesem Haus gesagt. Kommen Sie doch einmal nach vorne und erwidern Sie. Ich würde mich einfach einmal freuen, wenn Sie einmal von hier vorne etwas sagen würden und nicht immer nur Ihre Zwischenrufe platzieren. Damit komme ich zum dritten Punkt. Auch da spielt in der Tat die Finanzpolitik eine große Rolle. Das ist nämlich die Frage der Rolle der Kommunen. Auch dort haben wir immer und immer wieder auf die Investitionsthemen hingewiesen. Ich will das sagen, in der Folge Ihrer Politik mit Schutzschirmchen und sonstigen Sachen ist es dazu gekommen, dass vor allem die Gebühren- und Abgabenlast in den Kommunen deutlich in den letzten Jahren gestiegen ist. Damit die Handlungsfähigkeit, gerade im investiven Bereich, auch von kommunalen Haushalten trotzdem eingeschränkt geblieben ist, weil sie nicht willens und in der Lage waren, die Investitionsnotwendigkeiten auf der kommunalen Seite angemessen im neuen kommunalen Finanzausgleich abzubilden. Die Aufzählung der Respektlosigkeiten kann beliebig fortgesetzt werden. Das reicht jetzt mit der Zeit nicht mehr. Aber, und das ist für mich immer wieder das Faszinierende, dass das alles passiert, angesichts einer Situation, in der Sie wirklich im Geld schwimmen. Nun gehöre ich ausdrücklich auch zu denen, die in meiner Fraktion immer wieder sagen, Leute, es gibt eine Ausgaben- und Einnahmenbilanz, Balance. Das haben wir auch in der Hessischen Verfassung verankert. Und deswegen muss trotzdem darauf hingewiesen werden, dass es um Zukunftsinvestitionen geht. Und ich will das wiederholen, dass wir hier am heutigen Tag angesichts der Möglichkeiten, die auch mit dem neuen Länderfinanzausgleich stehen, eine Regierungserklärung serviert bekommen, in der kein einziges Wort über die Zukunft des Landes gesagt wird, sondern nur abgebildet wird, was in den letzten Monaten an Debatten im Bundesrat, im Bundestag, in den Ministerpräsidentenkonferenzen, was alles in den Zeitungen stand, präsentiert wird, ist angesichts der Möglichkeiten, die daraus entstehen, und auch der Anforderungen für die Zukunftsfähigkeit des Landes ausdrücklich entschieden zu wenig. Es bleibt dabei. Wir dürfen uns nicht ausruhen. Wir dürfen uns nicht ausruhen, dass es dem Großteil der Menschen heute gut geht. Wir müssen uns darum kümmern, dass Menschen auch morgen in Sicherheit und Wohlstand leben können. Und das hat viel mit Gestaltungsfragen zu tun. Und Sie lassen dafür jeden Plan, jedes Konzept vermissen. Sie haben heute zumindest dafür zu nichts gesagt. Das gilt übrigens auch für das Thema der Staatsfinanzen allgemein.
das aus unserer Sicht in dem Dreiklang behandelt werden muss, vorhandene Mittel nutzen, künftige Spielräume schaffen und Zukunftsfragen aufrufen und finanzieren. Und zu diesen Zukunftsfragen will ich in der Tat noch ein paar Bemerkungen machen. Es bleibt für uns eines der wichtigsten Anliegen im Rahmen der Möglichkeiten des Länderfinanzausgleiches, die jetzt entstehen, den Anspruch gebührenfreier Bildung von Anfang an durchzusetzen. Ich will die Mahnung des Ministerpräsidenten ausdrücklich aufnehmen. Ich teile das. Es kann nicht sein, dass der Bund mit möglicherweise mehr Mitteln und wir werden eine Debatte bekommen, mindestens bei der Frage des sozialen Wohnungsbaus, wo ich sehr gespannt gewesen wäre, heute einmal Antworten zu erfahren, wie Sie denn angesichts des Auslaufens der Bundesförderung die Investitionsbedarfe im sozialen Wohnungsbau in Zukunft absichern wollen, und zwar so, dass Realwohnungen gebaut werden und nicht nur im Programm definiert werden, dass der Bund bei der Frage der Qualitätsstandards für die Kita-Bereiche ausdrücklich definiert hat, dass die Länder ihre eigenen Schwerpunkte setzen können. Es ist ja genau da passiert, dass zusätzliche Mittel, die bis auf 5 Milliarden € aufwachsen sollen, die Länder ihre eigenen Schwerpunkte machen sollen. Aber es ist wie immer. Sie setzen hier ein Bild in den Raum nach dem Motto, das muss man aber abwehren, das darf unter gar keinen Umständen passieren, was im konkreten Fall beispielsweise in der Kindergartenfinanzierung überhaupt keine Rolle spielt, weil es längst geregelt ist, dass die Länder bei ihren Spielräumen bleiben können. Für uns ist das und bleibt das ein ganz wichtiges Thema, und es bedeutet am Ende eben vor allem auch eine Entlastung von Familien, beispielsweise im hessischen Kelkheim mit 3 Kindern im Alter von 2, 3 und 7 Jahren. Bedeutet das am Ende eine Entlastung von Minimum 3.250 € an Gebühren, wenn wir an diesen Punkt kämen. Das ist für die Familien ein Riesenfortschritt. Ich weiß, dass das nicht für alle ein wichtiges Thema ist. Frau Wissmann hat in der letzten Debatte gesagt, das sei alles Murks, was wir hier vorstellen würden, auch familienpolitisch. Aber wir bleiben dabei, bei diesem Anspruch, um erstens Chancengleichheit in der Bildung abzusichern, und das nicht nur nach Kassenlage oder je nachdem, wie gerade die Konjunktur läuft. Zweitens gilt es, und ich will das noch einmal wiederholen, für die Investitionen in die Infrastruktur. Straße, Schienen, Wohnen. Das Projekt Staufreies Hessen bleibt, auch wenn Sie es jetzt umbenannt haben, für mich ein absoluter Witz angesichts der Situation, die wir ständig erleben müssen. Was für mich aber noch viel wichtiger gewesen wäre, Herr Ministerpräsident, wenn Sie heute einmal angesichts dieser Handlungsrahmen etwas sagen, wie Sie eigentlich mit dem prognostizierten Bevölkerungszuwachs in Rhein-Main-Gebiet in den nächsten Jahren umgehen wollen. Die Stadtentwicklungsforscher sagen unisono, dass wir im Rhein-Main-Gebiet eine Nettozuwanderung von 100.000 Menschen in Frankfurt und 240.000 Menschen im Rhein-Main-Gebiet, das ist der Großraum von Bensheim bis nach Gießen, von Aschaffenburg bis Mainz, bekommen werden. Diese 240.000 Menschen in der Region brauchen Wohnraum, Infrastruktur, und zwar soziale wie verkehrliche Infrastruktur. Kein Wort. Obwohl das eine Frage ist, die in den nächsten 12 Jahren entschieden wird, weil diese Bevölkerungsprognose reicht bis zum Jahr 2030. Wenn die Entwicklungsgeschwindigkeiten und Planungsgeschwindigkeiten, wie sie Kollege Al-Wazir gelegentlich hier aufruft in Sachen Riederwaldtunnel oder nordmainische S-Bahn oder manch anderer Projekte, wo wir teilweise Vorläufe von 40, 45 Jahren und mehr haben, werden wir diese Fragen nicht beantworten. Und da hätte ich mir heute schon ein bisschen mehr angesichts der Möglichkeiten von Ihnen erwartet, dass Sie hier etwas sagen, statt immer nur zu erklären nach dem Motto, was wir ohnehin in den letzten Monaten alles in der Zeitung lesen konnten. Ich will an der Stelle Ihre Mahnung aufnehmen in Richtung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Straßenbauverwaltung. Ich will das offen sagen, die Infrastrukturgesellschaft hätte die hessische SPD nicht gebraucht, aber so ist das manchmal, wenn in solchen Kompromissen ein großes Paket rauskommt, arbeiten wir am Ende alle. Mein Eindruck war, dass insgesamt die Sympathie für dieses Projekt hier übersichtlich war. Allerdings, Ihr Hinweis an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da muss ich sagen, den nehme ich Ihnen nicht ganz ab. Erstens weiß ich, wie Sie Staatsmodernisierung in den letzten Jahren gemacht haben. Jetzt kriegt der Fraktionsvorsitzende noch einen Erklärungszettel, weil er selber nicht gehen will. Und zweitens, wenn ich mir anschaue, das sind die Regieanweisungen, die manchmal auch kommen müssen,
Sie können doch hier vorne hinkommen, Herr Bouffier, dann können Sie noch einmal reden. Wie gesagt, habe ich auch noch einmal Redezeit. Wenn ich mir anschaue, wie Sie den öffentlichen Dienst in den letzten Jahren als Steinbruch behandelt haben, mit Ausnahme allerdings der M-Büros, auch das spielt ja gelegentlich eine Rolle. Insofern bin ich sehr gespannt, welche Vorschläge Sie am Ende zur Straßenbauverwaltung wirklich machen. Zur Mobilitätswende fehlt mir die Zeit, genauso wie zu der Frage des bezahlbaren Wohnraums. Da wollte ich noch ein paar Bemerkungen machen. Das kann ich Ihnen sagen, weil ich nur noch 1 Minute 46 habe und das meine mehrfachen Hinweise aus der MP noch einmal sagen könnte. Ich kann nicht alle Zukunftsfragen aufnehmen, aber wenigstens, Herr Boddenberg, habe ich welche angesprochen. Das ist der Unterschied zwischen dem Ministerpräsidenten und mir. Und so wie die Fragen, Herr Boddenberg, für den Ballungsraum aufzurufen, sind sie auch für den ländlichen Raum aufzurufen. Ich habe das zur Kenntnis genommen, dass der Finanzminister jetzt sich freut, dass er einmal 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den ländlichen Raum zurückversetzt hat, nachdem vorher Tausende in die Ballungsräume versetzt wurden. Also es scheint ein kleines bisschen an Lernfähigkeit zu sein, aber es wird sicherlich am Ende nicht reichen, um die Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raums aufrechtzuerhalten. Und genauso hätte ich mir am heutigen Tage ein paar Bemerkungen gewünscht zur Nachhaltigkeitsentwicklung. Ich will nur zwei Punkte kurz aufnehmen. Beispielsweise die Frage, wie angesichts der Spielräume, wie angesichts der Notwendigkeit zur Staatsmodernisierung es weitergehen soll mit Hessen-Forst und der Waldwirtschaft in Hessen. Ich will ausdrücklich sagen, ich glaube, dass man Hessen-Forst aus der, sage ich mal, einseitig betriebswirtschaftlichen Perspektive rausholen muss, sehr viel stärker orientieren muss auf eine echte Nachhaltigkeitsstrategie im Wald. Genauso wie das teilweise im Bereich der Landwirtschaft zu klären ist. Man hätte heute viel über Zukunft reden können. Ich will das wirklich am Ende noch einmal wiederholen. Ich bin wirklich enttäuscht, dass ein Ministerpräsident dieses große Thema mit all den Möglichkeiten heute ausschließlich dazu nutzt, das zusammenzufassen, was ohnehin alle in den öffentlichen Erklärungen der letzten Monate lesen konnten, was zum Grundhandwerk von 110 Abgeordneten gehört hier im Hessischen Landtag. Das ist entschieden zu wenig angesichts der großen Aufgaben, die wir haben. Aber ich bin ziemlich sicher, Herr Boddenberg, wir werden noch viele Gelegenheiten in den nächsten 12 Monaten haben, diese Fragen hier einmal geordnet aufzurufen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel.